Hallihallo, schön, dass du dir ein Video meines Kanals Mathe ist chillig anschaust. Mein heutiges Thema lautet Schnittwinkelberechnung zweier Geraden ohne Formel. Es ist Video 10 zur Reihe lineare Funktionen. Suchst du hierzu das Aufgabenblatt? Sieh auf meiner Homepage unter https://www.mathe-ist-chillig.de in der Playlist FOS11 BG11 Sec 1. Schauen wir uns die Aufgabe an. Berechne den Schnittwinkel der beiden Geraden mit den Funktionsgleichungen Aufgabenteil A f von x gleich minus 2 mal x plus 3 und g von x gleich 3 mal x plus 1. Und Aufgabenteil B f von x gleich minus 0,5x plus 1 und g von x gleich 0,25 mal x minus 1,5. Schauen wir uns nun die Lösung zu Aufgabenteil A an. Gesucht ist der Schnittwinkel der beiden Geraden. Diesen Schnittwinkel, den nenne ich jetzt hier mal Gamma. Beachte, es muss für den Schnittwinkel gelten, dass er zwischen 0 Grad und 90 Grad liegt. Also Gamma ist größer gleich 0 Grad und kleiner gleich 90 Grad. Bekannt ist bereits aus Video 10, und zwar Video 10 meiner Reihe zum Thema lineare Funktionen, dass der Steigungswinkel von der Funktion f, bzw. von der Geraden g von f, der gesuchte Steigungswinkel Alpha g für gesucht, 116,6 Grad sind. Ebenso ist bereits aus dem Video bekannt, dass der Steigungswinkel der Geraden Graph von g, den hatten wir Beta genannt, 71,6 Grad sind. So, schauen wir uns das mal an. Ich habe hier mal die beiden Graphen gezeichnet, Graph von f und Graph von g. Und das war der Steigungswinkel. Ich habe hier eine horizontale Linie eingetragen, also eine Parallele zur x-Achse. Direkt im Schnittpunkt. Und jetzt kann man hier Alpha G sehen, das sind die 116,6 Grad. Beta sehen, das sind 71,6 Grad. So, und ich will den Winkel zwischen den beiden Geraden haben, und zwar den, der zwischen 0 und 90 Grad liegt. Also diesen Winkel. Und den kriege ich raus, indem ich von dem großen den kleinen Winkel abziehe. Dann bekomme ich hier mein Gamma rötlich unterlegt entsprechend heraus. Dieser Winkel hier wäre natürlich auch ein Schnittwinkel, aber da die Bedingung erfüllt sein muss, dass er zwischen 0 und 90 Grad sein muss, kommt der für uns nicht in Frage. Also wir rechnen jetzt, um Gamma rauszukriegen, Alpha G minus Beta. Das habe ich jetzt hier gemacht. Gamma ist gleich Alpha G minus Beta. Ist gleich 116,6 Grad minus 71,6 Grad ist gleich 45 Grad. Ja, und 45 Grad liegt zwischen 0 und 90 Grad. Damit ist also die Bedingung erfüllt, dass mein Schnittwinkel zwischen 0 und 90 Grad liegen soll. Wir haben also den korrekten Schnittwinkel rausgekriegt. Gamma ist also 45 Grad. Kommen wir nun zur Aufgabenteil B. Berechne ohne Formel den Schnittwinkel der beiden Geraden mit den Funktionsgleichungen f von x gleich minus 0,5 mal x plus 1 und g von x gleich 0,25 mal x minus 1,5. Schauen wir uns nun die Lösung zu Aufgabenteil B an. Der erste Schritt ist, berechne den Steigungswinkel vom Graphen von f. Oben ist ja die Funktionsgleichung gegeben. Mit f von x gleich minus 0,5 mal x plus 1. Ich lese die Steigung ab, das ist die Zahl vor dem x mit Vorzeichen, also minus 0,5. Ich weiß aufgrund meiner vorherigen Videos, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Steigung und dem Steigungswinkel, und zwar ist die Steigung gleich dem Tangens von dem Steigungswinkel. Ich bringe den Tangens und die Steigung auf die andere Seite jeweils. Dann habe ich Tangens von Alpha ist gleich m. Den Steigungswinkel habe ich jetzt Alpha genannt. Ich hätte auch einen anderen Buchstaben nehmen können. Ich wende jetzt hier drauf den Arcus-Tangens an. Dadurch erhalte ich, wenn ich auf Tangens Alpha den Arcus-Tangens anwende, erhalte ich den Winkel Alpha. Das heißt, Alpha ist gleich der Arcus-Tangens von Tangens Alpha. Ich habe es hier drauf angewandt, aber da Tangens Alpha ja das gleiche ist wie m, kann ich jetzt für Tangens Alpha
auch m schreiben. Also a Cotangens von m bilde ich. M habe ich hier oben abgelesen. Das setze ich jetzt hier ein. Das heißt a Cotangens von minus 0,5. Ja, und jetzt nehme ich mir meinen Taschenrechner her. Ich muss darauf achten, dass oben im Display ein großes D steht oder ein DEG in älteren Taschenrechner. Das steht für Degree und damit gehe ich sicher, dass mein Winkel dann auch in Grad rauskommt, weil es könnten auch noch Bogenmaß oder englische Grad sein, aber wir wollen hier Grad rauskriegen. Ich tippe in den Taschenrechner Tangens hoch minus 1, diese Taste, und in Klammern minus 0,5. Wenn ich das mache, kommt der Zahlenwert raus, minus 26,565, und das ist ungefähr aufgerundet minus 26,6 Grad. Hier siehst du meine beiden gezeichneten Graden, G von G und G von F, und wir haben jetzt ja den Steigungswinkel von Grad von F berechnet. Das bedeutet, ich habe hier eine Parallele zur X-Achse durch meinen Schnittpunkt gezeichnet und dann ist der Winkel von dieser horizontalen Linie, von dieser Parallelen zur X-Achse zu meinem Graphen von F, und zwar mit dem Uhrzeigersinn, das sind die minus 26,6 Grad. Da in der Mathematik die Winkel positiv sind, die gegen den Uhrzeiger sind, bedeutet das, ich muss noch ein bisschen den umrechnen, weil ich benötige Alpha G. G steht für gesucht, diesen brauche ich. Weil das ist der positive Winkel. Weil der von meiner horizontalen Linie gegen den Uhrzeigersinn ist. Das kann ich natürlich jetzt ausrechnen, indem ich dann von den die 180 Grad nehme, plus in Klammern minus 26,6 Grad rechne. Und damit kriege ich diesen Winkel raus, der hier in Rot eingetragen ist, Alpha G. Ich berechne nun also den gesuchten Steigungswinkel Alpha G, indem ich 180 Grad plus den soeben berechneten Winkel Alpha rechne. Ich setze also in den Winkel Alpha jetzt die minus 26,6 Grad ein, also 180 plus in Klammern minus 26,6 Grad, und das ergibt 153,4 Grad. Mein gesuchter Steigungswinkel der Geraden G von F ist also 153,4 Grad. Nun kommt Schritt 2. Berechne den Steigungswinkel von Graph von G, wobei G von X gleich 0,25x minus 1,5 ist. Ja, die Zahl vor dem X mit Vorzeichen, hier steht 0,25, ist die Steigung. Also M ist die Steigung und beträgt 0,25. Auch hier gilt wieder der Zusammenhang, m ist gleich Tangens Beta, da ich jetzt hier einen anderen Winkel habe, nämlich den Winkel von meiner Geradengleichung entsprechend g von x gleich 0,25x minus 1,5, gebe ich dem Winkel einen anderen Namen, und zwar nenne ich ihn Beta. Also m ist gleich Tangens von Beta, ich drehe es um, Tangens von Beta ist gleich m, ich wende nun den a Cotangens auf diese Gleichung an, um Beta zu kriegen. Dann ergibt das, wenn ich hier a Cotangens anwende, Beta ist gleich a Cotangens von Tangens Beta. Aber für Tangens Beta kann ich ja m schreiben, also kann ich das da einsetzen, mein m. Das konkrete m von meiner Funktionsgleichung habe ich hier oben abgelesen, das setze ich da jetzt ein. Das ist dann a Cotangens von 0,25. So, und jetzt muss ich natürlich darauf achten, dass entsprechend bei meinem Taschenrechner ein großes D im Display steht oder bei älteren ein DEG. Das steht für Degree, das heißt, somit bekomme ich dann einen Winkel in Grad raus. Ich tippe Tangens hoch minus 1 auf meinem Taschenrechner, Klammer auf, 0,25, Klammer zu. Und dann kommt heraus 14,036 Grad. Das runde ich ab auf 14 Grad. Das heißt, mein Steigungswinkel vom Graphen von G ist also 14 Grad. Wir haben jetzt also einerseits unseren Steigungswinkel der Geraden mit der Funktionsgleichung F, als auch den Steigungswinkel der Geraden mit der Funktionsgleichung G. Nun kommt der dritte Schritt. Berechne den Schnittwinkel. Ziehe vom größeren Steigungswinkel den kleineren ab. Ja, wir hatten Alpha G sucht, also Alpha G, war der größere Winkel,
Beta war der kleinere Steigungswinkel. Also den Schnittwinkel berechne ich, indem ich jetzt also Alpha G minus Beta rechne. Ich setze meine Zahlenwerte ein. Alpha G, der größere, 153,4 Grad ist der. Der größere ist 153,4 Grad. Der kleinere ist 14 Grad. Also rechne ich 153,4 Grad minus 14 Grad. Und das hier gibt 139,4 Grad. Ja, nun ist es aber so, der Schnittwinkel muss eine Bedingung erfüllen. Und zwar muss er zwischen 0 Grad und 90 Grad liegen. Das heißt, er darf auch 0 und 90 sein. Ja, also Gamma muss größer gleich 0, aber kleiner gleich 90 Grad sein. Das ist dieser aber nicht, weil 139,4 Grad ist ja viel größer als 90 Grad. Damit ist die Bedingung nicht erfüllt. Das heißt, der Winkel 139,4 Grad ist nicht der gesuchte Winkel, der in der Aufgabenstellung gefragt ist. Ja, das schauen wir uns noch mal kurz an, welcher Winkel das ist und welcher nun gesucht ist. Diesen Winkel Gamma haben wir berechnet. Wir hatten den großen Steigungswinkel genommen, Alpha G, und den kleinen Beta davon abgezogen und diesen rausbekommen. Ja, aber der hätte nur zwischen 0 und 90 Grad liegen müssen. Das heißt, der Winkel, der allerdings gesucht ist, ist ja der Winkel, der zwischen 0 und 90 Grad liegt. Das wäre dieser Winkel. Der liegt zwischen den beiden Graden und ich habe ihn Gamma GES genannt für entsprechend gesucht. Ja, aber um den rauszukriegen, muss ich ja von 180 Grad, weil die Gerade von da nach da sind ja 180 Grad, den Winkel Gamma abziehen. Dann habe ich Gamma gesucht. Und das machen wir jetzt. Da dieser Schnittwinkel nicht der gesuchte Schnittwinkel ist, kommen wir jetzt also zum vierten Schritt. Berechne den gesuchten Schnittwinkel. Und zwar, Gamma gesucht ist 180 Grad minus den Gamma, den ich hier berechnet habe, nämlich die 139,4 Grad. Ja, und wenn ich 180 Grad minus 139,4 Grad rechne, kommt 40,6 Grad raus. Ja, aber 40,6 Grad erfüllt diese Bedingung. Und zwar ist Gamma dann innerhalb dieses Bereiches, nämlich größer gleich 0, aber kleiner gleich 90 Grad. Abschließend können wir also sagen, der Schnittwinkel der beiden Geraden beträgt 40,6 Grad. Wäre hier oben bereits ein Winkel rausgekommen, der innerhalb dieses Bereiches liegt, dann wäre hier im dritten Schritt schon fertig gewesen. Das kann auch vorkommen. Aber hier in dieser Aufgabenstellung musste man noch den Gamma gesucht extra nochmal berechnen, um ihn so zu erhalten, dass er hier drin liegt. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das Video liked und beim nächsten Mal wieder reinschaut.